Wunderschön, da bin ich auch schon wieder. Ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Der Grinch, ja, Weihnachtsabend, es ist jetzt natürlich noch nicht Weihnachten, ist klar, aber es ist von OG, also die Firma. Und wir hatten ja schon, achso, habe ich ja schon gelöscht. Transformers muss ich auch noch machen. Bluey und, also Bluey, das Videospiel und Baby Shark. Und von denen ist das auch. Und die Kleine mag auch Grinch. Und, ja, Mensch, wollen wir uns sagen. Ich bin mal gespannt, ob so mit den Originalstimmen ist. Also ich war ja erstaunt zum Beispiel bei Bluey, dass es komplett deutsch ist. Normalerweise kennt man es ja von diesen Versoftungen für Kinder oder von diesen kleinen Sachen, dass die halt nicht gerade Mühe reinstecken, sondern einfach spielen, klatschen und fertig ist. Aber Bluey hat die Originalstimmen. Und jetzt bin ich mal hier gespannt, ob wir Deutsch haben oder in Englisch. Und ob die deutsche Synchronstimme von... Jeder Hu, da unten in Wer wohnt hier hausen, ließ für Weihnachten alles draußen. Doch der Grinch, mit der Wohnung mehr nördlich gelegen, die Schuhe drücken am Zeh. Ich glaube, der Grund wird viel einfacher sein. Das kann man schnell vorspulen oder so minimal. Hört sich lustig an. Die Festtage nahen, alle freuen sich riesig. Für den Wappen. Schleiche dich davon und lasse Vorsicht walten. Sammle alle Geschenke, um Belohnungen zu erhalten. Welch großartige Belohnung hast du hier erzählt? Du hast für den Grinch ein Puzzleteil erspielt. Für weitere Skills. Oh, süß gemacht. Ist jetzt kein High-End-Grafik, aber er ist gut dargestellt. Also besser als in manchen Trophäen-Game, wo es um Trophäen geht. Wisst ihr, hier gibt es ja einen Haufen Spiele, wo man schnell Trophäen machen kann und so was. Um ins Dorf zu gelangen, ohne zu rüffeln, braucht der alte Grinch seinen Max, um den Weg zu erschnüffeln. Hängen und klettern. Gut gemacht. Ja, gut erklärt. Spinnen sind für den Grinch ein wahrer Graus. Hüpfe drüber oder weiche ihnen aus. Schau dich um. Diese schimmernde Kugel ist gefährlich wie zwei. Ha! 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 Max ist ganz nah, der Grinch kann es förmlich schmecken. Das Schwanzwedeln verrät ihn, er kann sich nicht verstecken. Schwere Tür. Max ist ganz in der Nähe. Und bleibst du auf dem Weg? Zeigt das Geräusch seines Wegs. Ja, da brauchen wir auch kein zweites Level von Spielen. Das ist alles ganz easy.
Der Grinch hat gewühlt, durchsucht und sich gewunden und endlich den kleinen Max gefunden. Mit Max vereint ist der Grinch nun... Also die, nur der Erzähler und die Stimme von Mensch, wie heißt der, der Ace Ventura gemacht hat. Jim Carrey ist halt nicht mit bei. Achso, kann jetzt wieder ein Zweiter mit beitreten oder was? Diese Tür ist verschlossen. Alles blockiert an den Gewinden. Hilf Max und dem Grinch, den Schalter zu finden. Um weiterzukommen und die Mission zu Ende zu bringen, kann Klein Max dir helfen, die Türe zu durchdringen. Okay. Ich versuche das aber erstmal jetzt ohne. Auf der anderen Seite der Tür ist ein Schalter. Doch die Klappe ist so klein, es braucht den Hund, nicht den Halter. Die Klappe ist zu klein für den Grinch. Zwischen Grinch und Max wechseln. Ein verschlossener Weg ist nun wieder frei. Welch grinchiger Trick! Die Tür ist auf für euch zwei. Der Grinch kann... Jetzt? Doch nicht für zwei Player, aber da steht doch... drei Striche, um beizutreten. So, bin ich doof. Man müsste den Controller auch mal anmachen. Man kann nur zu zweit spielen, das ist ja cool. Laufe weiter, alter Grinch, um Weihnachten zu zerstören. So. Kann ich das nämlich wegpacken? So, kann ich mal wieder alleine spielen. Felsbrocken aus dem Weg räumen. Mit Hilfe dieses Felsbrockens kannst du den Vorsprung erreichen. Gut gemacht, alter Grinch. Eine Höhle voller Geheimnisse in Ritzen und Ecken. Sieh dich gut um, was kann sich hier alles verstecken? Ganz vorn und ganz hinten gibt es viele Dinge, die sich verstecken. Schlüpfe von vorne nach hinten, um sie zu entdecken. Ha!
Komme wieder nach vorne, keine Zeit, Schäfchen zu zählen. Du hast noch viel zu tun und Geschenke zu stehlen. Erzählt ist echt süß, muss ich sagen. Also, sie fällt mir schon sehr gut. Vor allem für Kinder. Ich hätte mal das Opalein. Springe auf Gegenstände wie Felsbrocken, um noch höher zu springen. Gut gemacht, alter Grinch. Nicht weitermachen. Das ist süß gemacht, aber das ist jetzt nicht, was ich jetzt hier unbedingt noch weiterspielen wollen würde. Aber es ist komplett in Deutsch. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Im Gegensatz zu vielen anderen, die einfach irgendwas hinklatschen. Hauptsache, man hat was hingeklatscht. Was immer sehr... Okay. Ich hoffe, hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen, die anderen Kamera ist nicht mit bei. Das Spiel ist real. Ich war so hoch, wie ich es gespielt habe, mit einer hohen Bitrate. Damit ihr da so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir habe. Ich bin jetzt aber auch wirklich weg. Warte, wir mal drücken, noch mal puzzeln, mal gucken, was passiert. 6 Teile. Okay. Das machen wir nämlich noch schnell. Mal gucken, was dann passiert. Das ist ja aber echt simpel, wenn man das dann wirklich nur... Das ist jetzt schon wieder was für Kleinkinder. Das ist jetzt für Größe, also mittlere... Denke ich mal doch ein bisschen zu pippel einfach, weil... Der im Hintergrund umgezeichnet wird. Also wie aussieht, Doppelsprung freigespielt. Doppelsprung. Ich glaube, das Spiel weiß nicht, für wen es ist. Für wen es sein soll. Zu wenig Puzzleteile. Doppelsprung. Okay, man muss halt die Puzzleteile sammeln und dann kann man sich aussuchen, was man machen will. Okay, gut, dann wisst ihr Bescheid. Ja, wie gesagt, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi.